Einen herzlichen Willkommen. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ha? Die ersten Worte sind immer echt die schwierigsten. Deswegen geht meine Predigt über die letzten Worte. Ja, der wäre jetzt gut gewesen. Hey, ich darf predigen an euch alle, zu euch allen, auch alle, die online dabei sind. Welcome, ICF, Karlsruhe Family. Schön, dass ihr dabei seid, zu Hause auf den Sofas, in den Locations. Ich freue mich tatsächlich, hier zu predigen über die letzten berühmten Worte von Jesus. Wir haben ja eine Serie gemacht auf unserem Weg Richtung Ostern. Die haben wir genannt, die letzten Worte, Jesu berühmte letzte Worte. Und da gab es 7 Worte. Und heute ist der letzte Sonntag. Ich bin der letzte Prediger und ich rede über wirklich die letzten Worte von Jesus. Jemand hat zu mir gesagt, Henning, du bist heute das Letzte. Ich fasse das als Kompliment auf. Ja, na, ich freue mich, weil ich denke, das klingt nicht nach, wir wissen, wenn der Henning auf der Bühne steht, ist die Serie wieder vorbei, ja, so wie beim letzten Mal, sondern ich denke, heute kommt der Real Deal. Leute, seid ihr bereit für the Real Deal? Ja, okay. So geil, ich liebe es. Come on, wir machen ein bisschen Warm-up. Ein bisschen Warm-up, so ein bisschen nachdenken. Berühmte letzte Worte, wo wir das im Programming hatten, habe ich gedacht, okay, erster Gedanke, was sind denn so berühmte letzte Worte, die mir persönlich einfallen? Und mir sind keine eingefallen, außer die, die mir ständig einfallen beim Autofahren. Das hat von irgendeinem Comedy-Typ aus Stuttgart, ja, der gesagt hat, was sind die letzten Worte eines Audi-Fahrers? Rechts ist frei. Ja. So. Das Witzige ist, dass ich das tatsächlich immer wieder bringe, wenn wir im Auto unterwegs sind mit der Family so, und dann heißt es irgendwann, guck mal, rechts ist frei, und ich sage, oh, was sind die berühmten letzten Worte, Papa? Ja, das wissen die Kinder mittlerweile. Die sind die einzigen, die ich kenne, glaube ich. Aber jetzt mal Spaß beiseite, berühmte letzte Worte, was ist das Besondere an letzten Worten, unabhängig von Autofahrern, unabhängig auch von Jesus, warum lohnt es sich, über letzte Worte nachzudenken? Und ich habe einfach mal gegoogelt, ich habe einfach mal reingegeben, hey, was gibt es denn an Bedeutung von letzten Worten? Ich habe was gefunden, eine spannende Aussage, die ist wirklich spannend. Ich haue sie trotzdem raus, auch in einem Gottesdienst. Pass auf, Folgendes habe ich gefunden. Letzte Worte, in ihnen können das ganze Leben und das ganze Sterben stecken, zusammengekocht auf einen Löffel, dem Leser wie Heroin gespritzt, und zu dichten Trips zwischen Glück, Lächeln, Reue, Trauer und Horror führend. Wow. Wow. Okay. Ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, wie das Leben eines Menschen war, und es hängt viel damit zusammen, wie ist diese Person gestorben, was waren denn ihre letzten Worte? Und die können tatsächlich auch mal zu Horror führen, die können aber auch zu Freude führen und so weiter. Was ich aber definitiv aus diesem Vers rausgezogen habe, ist dieses Bild vom Löffel. Dieses Bild vom Löffel, das ganze Leben zusammengekocht, das Leben, das Sterben, alles, worum sich dein Leben gedreht hat, am Ende zusammen, die Essenz, wie auf einem Löffel. Und wenn ich den zu mir nehme, bam, bam, dann wirkt es bewusstseinserweiternd. Ja, wie bei einer Droge vielleicht. In der Bibel steht das Wort, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Auf was? Auf das ich klug werde. Dass sich mein Bewusstsein erweitert. Und wir schauen heute auf die letzten Worte Jesus. Sprich, wir schauen auf das, was bei Jesus auf dem Löffel war. Ich mag das Bild vom Löffel, weil es gibt ja diese Aussage auch, am Ende werden wir den Löffel abgeben. Ja? Und die Frage ist, wenn wir unseren Löffel abgeben, was war drauf? Was war auf deinem Löffel, was war auf meinem Löffel drauf? Bei Jesus, hey, was war die Essenz von dem Leben von Jesus? Und diese Essenz findest du in seinen letzten Worten. Was war die Essenz? Damals ist viel zusammengekommen in der Zeit. Damals an Karfreitag, damals an Ostern, da hat sich alles zusammengebraut wie auf einen Löffel von der Zeit, die vor Jesus war, von der Zeit, die nach Jesus kam, von der Bedeutung von Himmel und Erde, von seinem Leben, sein Leben, sein Sterben, dein Leben, mein Leben. Alles konzentriert sich auf diesen einen Moment in der Geschichte. Und du könntest sagen, wow, das ist vielleicht das ereignisreichste geschichtliche Ereignis, was wir kennen. Und damit sind die Worte, die Jesus spricht, vielleicht die bedeutendsten Worte, die du vielleicht in deinem Leben hörst.
Und was passiert, wenn wir uns heute diese Worte zu Gemüte führen? Und ganz ehrlich, mein Wunsch ist schon ein bisschen, dass es unser Bewusstsein erweitert. Dass es eine Bewusstseinserweiterung gibt, dass es was mit dir und mir macht, dass wir heute vielleicht was erkennen, was wir so nicht erkannt hätten. Genau, darum soll es heute gehen. Wir steigen ein, das Leben von Jesus. Wir gehen in die Zeit, so wo wir heute stehen. Heute ist Palmsonntag. Palmsonntag und eine Woche vor Ostern. Und wir gehen in die Zeit rein von Jesus. Da gab es auch diesen Sonntag vor Ostern. Es gab bloß kein Ostern, sondern es gab Pessach. Damals in der Zeit, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist, war Pessach. Pessach ist der Moment, wo sich das ganze Volk Israel daran erinnert hat, wie Gott 1500 Jahre zuvor das Volk befreit hat. Das Thema von Pessach ist Befreiung. Befreiung. Raus aus der Sklaverei, raus aus Ägypten. Befreiung durch starke Hand. Mit starker Hand hat Gott das Volk befreit. Hat sie rausgeholt. Unter dieser Knechtschaft, unter der sie waren, hat sie rausgeholt. Und das hat Gott getan, indem er mächtig gewirkt hat. Und er hat sie damals rausgeführt. Und dieses Ereignis, Pessach, Thema Befreiung, haben sich immer wieder daran erinnert. Jahr für Jahr für Jahr sind sie zusammengekommen, das ganze Volk von egal woher, all over the world, nach Jerusalem und haben sich daran erinnert. Und wenn sie zusammengekommen sind, dann waren so irgendwie zwei Gefühle in ihnen. Das eine Gefühl war eine große Dankbarkeit und eine Freude über das, Gott, du bist so toll, was du damals gemacht hast vor 1500 Jahren. Wow, wow, du hast uns befreit mit starker Hand, hast du uns aus Ägypten geführt. Und das andere Gefühl, was sie haben, war Trauer, Verzweiflung, Sehnsucht. Gott, wo bist du? Tu es nochmal. Tu es nochmal. Wir sind nämlich unter Besatzung. Wir sind unter den Römern. Uns geht es dreckig. Wir sehnen uns danach nach Befreiung. Wir brauchen jemanden, der uns befreit. Wir brauchen jemanden, der uns mit starker Hand hier rausführt. Das war die Situation. Und das erste Mal seit vielen, 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 vielen Jahren gab es berechtigte Hoffnung, dass das dieses Jahr passieren könnte. Der Prophet Jesaja im Alten Testament kündigt an, Gott wird einen Messias schicken. Gott wird einen Befreier schicken. Gott wird jemanden schicken, der euch rausholt, der euch freisetzt. Mit starker Hand wird er euch rausführen. Und jetzt gab es da diesen einen Mensch, der hat Leute geheilt, der hat Wunder getan, der hat sich von den anderen nichts sagen lassen. Dieser Jesus hatte große Übereinstimmung mit der Beschreibung, wie damals dieser Messias angekündigt werden sollte. Und so war es eine krasse Stimmung. In dem Jahr, wo Jesus, wo wir Ostern heute erleben, damals, wo Jesus in Jerusalem war, da war Stimmung. Da war so richtig knisternd, da war Atmosphäre da. Ja? Ich sage es, wie Endspielatmosphäre. Seit gestern können wir ja wieder hoffen. Ja? So ein bisschen, ja? Dass wir doch mitspielen können. So, da war Stimmung da. Da war, vielleicht kommt was, vielleicht kommt was. Und ich habe überlegt, wie kannst du so ein Event, Ostern, wie war das, ein bisschen in die Gegenwart holen? Wie kannst du das versuchen zu transferieren? Und ich dachte, ich probiere das einfach mal, indem ich das mit einem Sportevent versuche zu verbinden heute. Das ist eine spannende Geschichte, was ähnlichen Charakter hat oder was Ähnliches hervorruft. Ein großes Sportevent, wo die ganze Welt drauf schaut und sich am Ende fragt, wer gewinnt. Wer gewinnt und ungefähr in der Zeit von Ostern liegt. Und da ist mir eins eingefallen, und zwar der Super Bowl. Okay, die meisten Deutschen wissen nicht, was der Super Bowl vielleicht immer noch ist. Ja, es ist ein Riesensport-Event. Ein Riesensport-Event, einmal im Jahr, die ganze Welt guckt drauf. Über 100 Millionen Zuschauer gucken das an. Das ist mehr wie Menschen, die den ICF Karlsruhe Livestream gucken. Nur für euch. Ja, back to the roots, that's reality. Ja, nur mal so zum Einordnen. Hey, da, dieses Jahr war es in Las Vegas. Ein Fun-Fact war, die haben dort 4 Flughäfen für Privatjets. Und diese 4 Flughäfen waren komplett ausgebucht. Das heißt, selbst wenn du die Kohle hattest und einen eigenen Flieger, konntest du nicht dabei sein. Ja? Das so voll war das. Ja? Ist ähnlich wie damals bei Jesus. Ja? Deswegen er sich auch einen Esel ausgesucht hat. Ja? Wusste, Jets wird eng. Ja? Ich nehme Esel. Alternative Verkehrsmittel und außerdem umweltfreundlicher.
Ihr merkt, ich versuche eine spannende Sache, den Super Bowl und Ostern in ein Ei, also in eine Sache zu packen. Ein Chat und ein Esel, es wird spannend, aber vielleicht gelingt es mir. Deswegen ganz kurz, wenn du sagst, oh, wo bin ich jetzt, was ist jetzt Super Bowl? Ich dachte, ich bin im Gottesdienst. Hey, um was geht es beim Super Bowl? Das musst du kurz verstehen, sonst verstehst du die Predigt nicht. Ja? Es gibt zwei Teams, die gegeneinander spielen. Und beide spielen gegeneinander und das Spielgerät ist ein Football. Ein Football, ein American Football. Man sieht schon die Parallele zu Ostern, zumindest das könnte jetzt. Genau, ja. Und dieser Football, um den geht es. Das Ziel ist es eigentlich, um es mal ganz einfach zu machen, diesen Ball in die gegnerische Endzone zu bringen, also eine Seite vom Spielfeld, dort am Ende einen Pass zu spielen, den ein Receiver, ein Passempfänger in der Endzone fängt und Touchdown. Er ruft er nicht, das ist so. Ja? Dann hast du einen Touchdown. Und das Ziel ist es, diesen Spielzug am Ende zu vollbringen. Und es ist nur ganz einfach. Und vielleicht sagst du, Henning, ich habe keine Ahnung von Football und es interessiert mich auch nicht. Ich kapiere die ganzen Spielregeln nicht. Ich gucke schon jahrelang Football, ich verstehe es immer noch nicht. Und du sagst, hey, pass auf, ich erkläre dir Football, genau so ist es, darum geht's. Diesen Ball zu nehmen und in die Endzone und Touchdown und fertig. Jetzt bist du vielleicht hier und sagst aber, ja genau, also ganz ehrlich, wenn du mir den Glauben genauso einfach erklären könntest, wäre ich dankbar. Ja, weil ihr Christen, ihr seid schon auch komisch. Ja, mit euren vielen Regeln, Gesetzen, keine Ahnung was und wer jetzt hier und Heiliger Geist und Jesus und Vater und so und sorry, aber dieses Spiel blicke ich nicht. Und es interessiert mich vielleicht auch nicht so sehr. Alright. Die Atmosphäre ändert sich. So. Und ich sag dir, wenn du heute rausgehst und hast genauso viel über Football dank meiner Erklärung verstanden wie über den Glauben, dann hast du schon das Wesentliche verstanden. Und darum geht es mir heute. Es geht mir um die Essenz, es geht mir um den Löffel, es geht mir darum, dass du weißt, hey, was ist eigentlich das Ziel vom Glauben? Was ist das, was Jesus am Ende auf dem Löffel hatte, wo wir sagen, wenn du das hast, ist das wahnsinnig wertvoll. Steigen wir ein. Was hatten damals die Leute bei Jesus und was hatten die Leute vom Super Bowl heute? Gemeinsam war diese eine Frage und die Frage war, wer gewinnt das Finale? Wer gewinnt das Finale? Das ist die Frage. Und Jesus war ein aussichtsreicher Kandidat, weil Jesus war 3 Jahre vorher schon unterwegs und wie gesagt, er hat Leute geheilt, er ist übers Wasser gelaufen, er hat sich mit den Mächtigen der damaligen Zeit angelegt und es war wirklich berechtigte Hoffnung da, dass wenn er jetzt kommt an Pessach, am Tag der Befreiung nach Jerusalem, dass er dieses Finale gewinnt. Wo damals Gott gegen den Pharao gekämpft hat und Gott gezeigt hat, ich bin stärker, jetzt kommt der Befreier, tritt an vielleicht gegen den Kaiser Augustus, gegen die Römer und zeigt auch, ich bin stärker. Darum geht es, wer gewinnt es. Und als Jesus kam, da war die Fanmeile am Start. Ja? Das ist Palmsonntag übrigens. Palmsonntag bedeutet, die Leute sind gekommen, haben Palmwedel abgerissen, auf den Boden gelegt, Kleider auf den Boden gelegt und Jesus ist nach Jerusalem eingezogen. Ja, ein bisschen Stimmung wäre jetzt ganz gut an der Stelle, um mal zu sehen, wie war die Stimmung. Mach mal ein bisschen Jubel, so wie... Ja. Ja, so gewinnst du kein Endspiel. So. Genau. Okay, lass mal, ich gehe einfach weiter. So ist er eingezogen in Jerusalem und ihr könnt euch vorstellen, es war wie wenn Jesus einzieht mit diesem Football unterm Arm auf dem Weg zur gegnerischen Endzone und sie sagen, niemand kann diesen Jesus aufhalten, er wird für uns den Sieg holen. Damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, bildlich, wie das vielleicht ausgesehen hat, habe ich gedacht, komm, lass doch mal schauen, wie hätte das aussehen? KI vielleicht mal zur Rate ziehen, so ungefähr. Kann man sich das vorstellen? Es ist wirklich nur, damit man das... Es ist schwer, die zwei Dinge zusammenzubringen heute. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und die Frage ist, wofür stand dieser Football? Wofür stand dieser Football? Dieser Football stand für Leben. Dieser Football war Leben. Leben in Freiheit.
Leben im Frieden. Kein Hunger, keine Unterdrückung. Ein Leben, wonach sich die Menschen gesehnt haben. Dieses Leben war in den Händen von Jesus. Und sie haben gesagt, Jesus, go for it. Jesus, du bist es. Du bist der Messias. Du führst dieses Leben in Freiheit. Du wirst uns befreien. Du wirst gewinnen. Wir glauben an dich. Wir setzen alles auf dich. Dafür stand dieser Ball. Und die Spieleröffnung war Palmsonntag. Jesus zieht ein. Und dann kam Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Spiel läuft gut, läuft ganz normal, würde man sagen. Und dann kommt dieser grüne Donnerstag, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Leuten, mit seinen Jüngern zusammensitzt, das letzte Abendmahl feiert, sie essen gemeinsam. Er holt sein Team zusammen und er sagt, dieses Spiel wird jetzt eine Wendung nehmen, einer von euch wird mich verraten. Heißt in unsere Spielsprache heute übersetzt, einer von euch wird versuchen, mir den Ball zu klauen. Einer von euch wird versuchen, diesen Ball in die gegnerischen Hände zu spielen. Und genauso kommt es. Genauso kommt es. Judas gibt Jesus in die Hände des hohen Priesters. Der wiederum nimmt Jesus und spielt ihn rüber, gibt ihn rüber in die mächtigen Hände des hohen Rates. Und der hohe Rat nimmt Jesus und gibt ihn weiter an Pilatus. Und Pilatus nimmt Jesus und gibt ihn weiter in die mächtigen Hände von Herodes, dem Herrn von Galiläa, dem Herrscher. Und Herodes wiederum nimmt ihn und spielt ihn zurück zu Pilatus. Und Pilatus nimmt Jesus und spielt ihn ans Kreuz. Jesus wird zum Spielball. Von einer mächtigen Hand zur anderen. Hep, 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 hep. Und von außen macht es den Eindruck, als ob Gott das Spiel aus der Hand gegeben hat. Als ob Jesus die Situation entgleitet. Kennst du es aus deinem Leben? Du planst was gut, du hast gute Absichten, aber am Ende entgleitet es dir. Du hast es nicht mehr im Griff, du hast es nicht mehr in der Hand. Sorry, aber mein Leben ist anders gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Die Situation ist mir entglitten. Und genauso fühlt sich das an. Und Jesus ist am Kreuz. Und es sieht aus wie Game Over. Es sieht aus wie Niederlage. Es sieht aus wie der Römer, die Mächtigen der damaligen Zeit, waren stärker als unser Gott. Das, worauf wir gesetzt haben, war ein Fehler. Wir verlieren gerade das Finale. Gottes Hand zu schwach. Und dann kommt dieser Moment. Dieses letzte Wort von Jesus. Wir lesen es in Lukas, da heißt es, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesus hängt am Kreuz, seine Hände festgenagelt am Holz. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und alle warten auf den Abpfiff. Und in dem Moment spielt Jesus den letzten Pass. Zur Überraschung aller. Niemand hätte es gedacht, aber er hatte den Ball immer noch. Er wurde hin und her geworfen, hin und her gespielt, von dem einen zum anderen, von einer mächtigen Hand zur anderen mächtigen Hand, hin und her und man dachte, er ist aus der Situation, er hat die Situation nicht mehr im Griff und am Ende hängt er da wie der Verlierer, aber er hatte ihn immer noch. Er hatte ihn immer noch, er hatte immer noch das Leben in der Hand, er hatte immer noch sein Leben in der Hand, niemand konnte ihm diesen Ball wegnehmen und jetzt, zur Überraschung aller, spielt er den letzten Ball. Es heißt,
Mit lauter Stimme rief er: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er wirft den finalen Pass. Und in der Endzone steht sein Vater. Und er fängt dieses Leben mit seinen mächtigen Händen. Fängt es. Touchdown. Touchdown. Game over. Abpfiff. Am Kreuz hängt der tote Leib von Jesus. Aber das Leben von Jesus ist in den Händen seines Vaters. Und somit stand der Sieger fest. Jesus hatte gewonnen. Ich kann mir das gut vorstellen, wie das damals für die Leute war. Wo sie da standen und sie hörten diese Worte. Ich glaube, es fuhr ihnen durch Mark und Bein. Warum? Es war nicht nur laut, es waren nicht nur die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, sondern es waren Worte, die sie kannten. Jeden Abend, wenn die Juden ins Bett gegangen sind, das Volk Israel, so wie wir vielleicht beten, müde bin ich, geh zur Ruhe, haben sie gebetet, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jeden Abend, Psalm 31, dort heißt es, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott, ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und ich bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Diese Worte kannten sie und es fuhr ihnen durch Mark und Bein. In dem Moment hat eine große Bewusstseinserweiterung stattgefunden bei den Leuten, die dachten, wow, oh Mann, er war doch derjenige. Krasser Moment. Aber kurzer Reality-Check. Ja? In dem Vers lesen wir eigentlich von Widersprüchen, weil dort heißt es, du gibst mich nicht in die Hand meines Feindes. Aber ganz ehrlich, Jesus war doch in den Händen seiner Feinde. Und es heißt in dem Vers, Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Aber seine Füße waren doch festgenagelt am Holz. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das war reines Wunschdenken von Jesus, irgendeine Tradition, die er jetzt noch bis zum Ende durchzieht, ja? Oder es gab eine Realität über das, was wir sehen können, hinaus. Die erste Realität ist das, was wir sehen, und danach wäre es Wunschdenken gewesen. Aber vielleicht gab es diese zweite Realität, wo Jesus sagt, wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre. Ja, habe ich doch Ohren? Nein, hörst du das, was darüber rausgeht? Es gibt etwas, was wir sehen, und es gibt etwas, was wir nicht sehen. Wie war die Stimmung unterm Kreuz? Touchdown, Sieg, Jesus ist Sieger. Die war genauso wie heute Morgen hier im Gottesdienst. Totenstille. Ja? Aber sorry, aber wo findet dann die Feier statt? Ja? Im Himmel war Party. Yes, come on! Er hat es geschafft. Er hat es durchgezogen. Der Sieg ist da. Touchdown. Ist eine andere Realität. Und vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst. Vielleicht bist du auch selten in Gottesdiensten oder kennst es überhaupt nicht, aber unser Leben hat auch diese zwei Realitäten. Jesus hat immer wieder über dieses Thema gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich sehe dich, aber ich kenne dich schon, bevor du geboren wurdest. What? Ja? Es gibt etwas, wo wir nicht greifen können, wo da drüber ist, wo darüber rausgeht. So wie die Endzone nicht das Ende deines Lebens ist, sondern es geht danach weiter. What? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber es geht weiter. Und diese Realität, diese zweite, ist verankert in diesem Bild, wo Jesus sagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Sie ist verankert in den starken Händen Gottes. Dein Leben, mein Leben ist verankert in den Händen Gottes. Wusstest du das? Wo ich das erste Mal dieses Wort gehört habe, über was ich heute predige, habe ich gedacht, wo kommen denn eigentlich die Hände Gottes zum ersten Mal vor? Und die stehen ganz am Anfang von der Bibel. Ja, 1. Mose 2, Vers 7, wo der Mensch geschaffen wird. Da heißt es, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus, also mit seinen Händen, den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen.
Gott geht her, nimmt Erde mit seinen mächtigen Händen und er formt sie und er formt den Menschen. Und dann kommt etwas Zweites dazu, nämlich der Odem Gottes. Und er haucht dem Menschenleben ein. Wenn du und ich sterben, dann sehen wir, was mit dem Sichtbaren passiert, mit dem Körper. Er wird wieder zur Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, richtig? Das wissen wir. Da wissen wir, was mit dem passiert, was wir sehen können. Aber was wir nicht wissen, ist, was passiert denn mit der zweiten Hälfte, mit dem zweiten, was da mit da drin ist, mit dem Odem, mit dem Geist, mit der Seele, Nefesh. Was passiert damit? Es geht wieder zurück in die Hände Gottes. Und das ist das, was Jesus tut. Jesus legt seinen Geist, seine Seele wieder zurück in die Hände dessen, der ihn geformt hat. Und er sagt, hier schließt sich der Kreis. Es geht wieder dahin zurück. Die letzten Worte von Jesus waren nicht nur letzte Worte, sondern es war eine letzte Tat. Wenn du genau hinschaust, es ging nicht nur darum zu sagen, tschüss, ich gehe, sondern es war das, er sagt, ich tue etwas, ich lege meinen Geist zurück in deine Hände. Das ist die letzte Handlung, die er tut. Und die Frage ist, was sind deine letzten Worte, was sind meine letzten Worte und was ist das Letzte, was du tun wirst? Was wirst du tun? Mancher von uns hat das Gefühl, das Leben entgleitet ihm. Mancher von uns hat das Gefühl, er gewinnt gerade. Aber was tun wir am Ende? Und das ist die Essenz. Das ist die Essenz von Jesus. Und er sagt am Ende, wirf den Ball. Er sagt einmal zu seinen Jüngern Folgendes. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Wo ist mein Ball? Mein Ball ist weg. Da ist er. Come on. Was Jesus sagt ist, mit diesen Worten, wirf den Ball. Wirf den Ball. Er sagt, wenn du dein Leben lebst, du hast es von Gott bekommen, okay, und jetzt hast du es und du liebst dein Leben. Und jetzt siehst du, irgendwann ist das Leben fertig und du versuchst mit eigener Kraft irgendwie in diese Endzone zu kommen, es irgendwie alleine zu schaffen. Er sagt, Jesus, das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wenn du dich an dein Leben klammerst, dann wirst du es verlieren. Du wirst das Spiel verlieren. Und wir alle wissen, dass das Leben mehr ist als ein Spiel. Aber er sagt, wenn du dein Leben verlierst, um meinetwillen wirst du es auf ewig gewinnen. Was er sagt ist, wenn du dein Leben in meine Hände gibst, dann wirst du es auf ewig haben. Warum? Weil ich habe mächtige Hände. Ich habe starke Hände. Ich bin in der Lage, dein Leben zu halten. Mit allem Chaos, was drin ist, mit allem, was gut ist, mit allem, was schlecht ist. Egal, wie dein Leben läuft, egal, wie du es erlebst, mach eine Sache bitte. Spiel diesen Ball rüber in die Endzone, in das, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Und da drüben stehe ich. Ich bin dein Passempfänger. Ich fange deinen Ball. Ich fange deinen Ball. Und du wirst dein Leben auf ewig behalten. Was musst du tun? Wirf den Ball. Wirf den Ball in die Endzone. Das klingt so einfach, oder? Wie einfach nur mein Leben geben. Ja, so einfach ist es. Das ist die Essenz. Das ist das, wo ich gesagt habe, an Ostern kommt diese ganze Geschichte zusammen. Von der Vergangenheit, von der Zukunft. In diesem Ereignis, in diesen Worten steckt die Essenz drin. Was ist die Essenz? Wie würden wir das nennen? Diese Essenz, diese letzten Worte von Jesus. Wenn er sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Was ist die Essenz? Er sagt, gib dein Leben in die Hände Gottes. Gib dein Leben in die Hände Gottes. Das ist auf diesem Löffel drauf, den Gott dir gibt. Und du brauchst den Rest nicht verstehen, du brauchst nicht die 10 Gebote kennen, du brauchst nicht alles mögliche andere kennen, getan haben und so weiter, sondern du musst das verstanden haben. Am Kreuz, zwei Menschen, einer links, einer rechts. Der eine sagt, wenn du Gott bist, dann mach was. Komm, zeig, was du drauf hast. Zeig, wo ist denn euer Gott?
ihr Christen. Er macht doch nichts. Er mischt sich nicht ein. Er hält sie aus allem raus. Wo ist er? Wenn das wäre, könnte er doch. Und es gibt einen, der neben ihm hängt. Und seine letzten Worte sind sein letzter Pass. Er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Endzone gehst. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was er macht ist, ich spiele einfach den Pass. Ich spiele einfach diesen Ball. Und was sagt Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir in der Endzone sein. Warum? Ich bin dein Passempfänger. Das ist hier drauf. Und wir dürfen diesen Löffel zu uns nehmen. Wir dürfen in dieser Wirklichkeit leben. Wir haben heute Leute hier, die sich taufen lassen, die genau das sagen, sagen, ich glaube, dass es eine sichtbare Realität gibt und es gibt eine, die wir nicht sehen. Und die Taufe ist so ein Zeichen von Menschen, die sagen, jawohl, ich spiele meinen letzten Pass in die Hände Gottes. Ich spiele mein Leben rein. Ich muss nicht warten bis zum Ende von meinem Leben, um diesen Move zu machen. Und es wird ein Zeichen sein vor der sichtbaren Welt, vor euch allen, ja. Und es wird ein Zeichen sein im Himmel. Und auf beiden Orten wird Party sein. Lass uns mal einen Applaus geben für die Leute, die heute ihr Leben gelegt haben. Ja, cool. Es kostet Mut, den Ball zu werfen. Warum? Du hast danach keine Kontrolle mehr. Ja, der Ball ist weg. Was danach passiert? I don't know. Ja, aber du weißt, er ist sicher da, wo er ist. Und du kannst einen Haken dran machen, du hast Frieden. Ich habe mein Leben vor langer Zeit Jesus gegeben und ich habe seitdem Frieden. Ich brauche mir die grundsätzliche Frage nicht mehr stellen, wie geht es am Ende weiter? Ja, und welchen Sinn hat mein Leben? Brauche ich mir nicht stellen, ich weiß, Gott hat mir einen Sinn gegeben, ich weiß, dass er mich gemacht hat, ich weiß, ich bin in seiner Hand und ich weiß, ich werde am Ende wieder bei ihm sein. Und du hast die Möglichkeit, auch wenn du sagst heute, ich lasse mich nicht taufen, aber du spürst in dir drin, dass da jetzt was dran ist. Und du verstehst dieses Bild und kannst es für dich übersetzen, dass es am Ende entscheidend ist, dein Leben in Gottes Hände zu legen, dann kannst du das heute tun. Du kannst dein Leben in Gottes Hände geben, auch wenn du online dabei bist, wenn du in der Location bist, im Auto, wo auch immer, auf dem Sofa. Du kannst dein Leben in Gottes Hände legen, so einfach. Deswegen ist heute dieser Gottesdienst. Wie wollen wir das machen? Ich lade euch ein, aufzustehen, jetzt gleich, und dann einfach mit mir zu beten, wenn du das möchtest. Lass uns alle aufstehen. Alle hier im Raum, auch online, steh auf, im Wohnzimmer, steh auf. Wenn du gerade Auto fährst, bleib sitzen. Ja, you never know. Und dann kannst du mitbeten, wenn du das möchtest. Einfach diese Essenz, die auf dem Löffel ist, die am Ende steht, indem du sagst, Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Das ist das Gebet, ganz einfach. Und das darfst du ausbeten, einfach mal aussprechen. Und das ist der Wurf, den du tust. Du darfst, wenn du willst, auch eine Wurfbewegung machen. Ja? Und das zählt. Mehr braucht es nicht. Und danach lasst uns einen großen Applaus geben für die, die es gemacht haben. Okay, von Herzen. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für alle, die einfach jetzt hier mit dabei sind. Gottesdienst hier und überall, wo es gerade mit verfolgt wird. Jesus, und wir stehen vor dir, wir glauben, dass wir die Essenz gefunden haben, die auf diesem Löffel ist, nämlich, dass du gesagt hast, wir sollen unser Leben in die Hände unseres lieben Vaters im Himmel legen. Jesus, und das wollen wir jetzt tun, von unserem ganzen Herzen. Wir halten unser Herz hin und wir sagen gemeinsam, Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Amen. Amen. Lass uns Applaus geben für die Leute, die es gemacht haben. Come on. Halleluja. Versteht ihr? Und ihr denkt, es hat sich gar nichts verändert, aber es hat sich mega was gerade verändert. Und das feiern wir. Und wenn du dich fragst, wie geht's danach jetzt weiter? Oh, muss ich ins Taufbecken springen? Nein, ne? Brauchst du nicht gleich machen. Nee. Aber du darfst danach einfach Kontakt aufnehmen zu mir, zu einem der Pastoren, zu unserem Gebetsteam online. Geh aber auf unsere Homepage, such Kontakt, sag, ich habe mein Leben gerade Jesus gegeben, wie geht's weiter? Nimm Kontakt auf, schreib hin und wir melden uns bei dir. Und dass du einfach weißt, hey, es geht jetzt weiter, dein Pass ist gespielt, Amen, Halleluja. Lass uns mit der Band zusammen ein Lied singen, hier ist mein Herz, ich gebe es dir, um das nochmal zu bekräftigen. Amen.